Ja, der Rote Arnold. Der Rote Arnold ist eine spezielle Musiktextaktion und zwar im Roten Arnold, im Konstanzer Stadtbus. Wir fahren vom 29. Mai bis zum 3. Juni jeden Tag von 20 Uhr bis, ich schaue aufs Plakat, von 20 Uhr bis 23.25 Uhr. Hey! Ja, sieht sehr gut aus, Fabi. Wunderbar. Aber genau, erklär doch mal den Zuschauern, was du da überhaupt machst. Ich mache die Textbücher schön für unsere Sprecher. Okay, und was für Texte gibt es da? Alles. Also wirklich durch die Bank weg, alles. Da sind schöne Geschichten dabei. Erlebnisse im Bus, kann man allgemein sagen. Ja. Von irgendwelchen Geschichten aus den 60ern, von Leuten, die heimlich mit dem Bus zu Partys gefahren sind oder Leuten, denen der Rote Arnold ihr Leben gerettet hat, fast schon. Ja. Also viele spannende Sachen dabei. Und immer ein Happy End eigentlich, ne? Irgendwie schon. Ja. Das geht nicht schlecht aus. Die Felge glänzt vom Morgentau. Das Leben ist zu kurz für Stau. Du bist rot. Ich bin blau, bring mich auf die Reichenau. Also die größten Herausforderungen im Bus zu spielen sind 100% die des Wackelns und des Ruckelns. Deswegen haben wir auch ein Lied ausgesucht, was wir auch spielen, das heißt I'm Shaking. Und genau so geht es da auch rund. Deswegen haben wir zum Beispiel unsere Musiker und unsere Texter sicherheitstechnisch TÜV geprüft angegurtet. Also spielen tut das Theater der Hochschule Konstanz. In diesem Projekt die Texter, das sind Menschen, die die Texte geschrieben haben, die auch gleichzeitig performen werden, und die Musiker des Theaters. Das sind insgesamt 12 Personen, das heißt, es wird richtig kuschelig im Bus. Haben Sie keine Angst, reinzugehen in den Bus, auch wenn es ein bisschen eng werden könnte. Ja.